Scharfschützen und ihre Werkzeuge. Liebe Interessenten, liebe Sammler, heute in diesem Video geht es um ein Scharfschützengewehr mit einer kurzen Seitenmontage und ich werde euch einige Details über die kurze Seitenmontage erzählen. Lasst uns beginnen. Also, hier liegt mir ein Original-Scharfschützengewehr mit einer kurzen Seitenmontage vor. Es ist ein BÜFF 42. Wir erinnern uns, BYF steht für Mauser-Oberndorf. Es wurde 1942 gefertigt und an diesem Gewehr ist eine kurze Seitenmontage. Die kurze Seitenmontage haben wir schon mal besprochen. Die kurze Seitenmontage, wir erinnern uns, wurde von der Firma Weihrauch und von der Firma Ajak in Verbindung entwickelt, schon Anfang der 30er Jahre. Wurde dann geliefert an die schwedische Armee und hier könnt ihr wieder eine kurze Seitenmontage original eines schwedischen M41B sehen. Hier habt ihr nochmal die Untermontage, also hier ist die Basis mit dieser typischen Feststellschraube oder letztendlich ist es eigentlich eine Einschlagschraube. Und hier haben wir die kurze Seitenmontage an einem Ajak 4x90 und die Metereinteilung ist hier wieder 1 bis 8. Also hier nochmal ein Originalglas von einem schwedischen Scharfschützengewehr M41B. Auch nochmal typisch hier der Schutz an der Fokusverstellung. Daran erkennt man ein Original-Scharfschützen-Zielfernrohr des M41B aus Schweden. Also im Verborgenen wurden weitere Scharfschützengewehre hergestellt. Man hat dann genommen, was da war und da hat man sich sofort an diese von der Firma Weihrauch und Ajak entwickelten kurzen Seitenmontagen erinnert und hat die dann entstandenen Schutzstaffel, die Kürzel ist SS, hat man diese kurze Seitenmontagen verwendet. Es gab drei Typen der kurzen Seitenmontage. Einmal gab es den Typ 1. Den Typ 1 zeige ich euch jetzt. Und zwar hier haben wir eine Seitenmontage des Typs 1. Und zwar der Typ 1 hat hier drei Schrauben, die am System des K98 angebracht wurden. Das war die erste Ausführung. Man hat relativ schnell erkannt, dass es durch diesen enormen Prellschlag bei Abgabe eines Schusses dazu führte, dass diese Schrauben sich lösen konnten. Und dann ist man recht schnell hingegangen und hat zusätzlich, wie auch schon bei dem M41 und M41B, Sicherungsschrauben hier also Löcher gebohrt und Sicherungsschrauben zusätzlich eingebracht. Und dieses Gewehr von 1942 von der Firma Mauser, das mir hier vorliegt, hat eine kurze Seitenmontage des Typs 2 montiert. Also, ich darf euch das mal so zeigen. Also hier haben wir ein Gewehr mit einer kurzen Seitenmontage. Und bei dieser kurzen Seitenmontage, wie ich es eben gesagt habe, sind zusätzlich zu den drei Schrauben, die am System befestigt sind, sind drei kleine Sicherungsschrauben. Diese Sicherungsschrauben dienen dazu, dass die Schrauben, die großen Schrauben, die hier im System fest waren, sich nicht lösen konnten. Das war schon die nächste verbesserte Entwicklung für diese kurzen Seitenmontagen. Ja, und hier an diesem Gewehr ist wiederum, wir erinnern uns, ein Ziel 4 mit einer Nummer, die in den Bereich 18.500 bis 22.500 fällt. Also es handelt sich hier um ein Zielfernrohr aus der Reichswehrzeit. Es hat hier auf der Mieteinstellung nochmal 100 bis 1000, was auch nochmal ein Erkennungsmerkmal ist. Hier ist die Firma Zeiss, das Logo und dementsprechend die Nummer eingraviert. Hierbei handelt es sich um ein Original-Scharfschützengewehr, ein K98. K98
von der Firma Mauser von 1942 im Originalzustand mit einem typischen Schichtholzschaft, der hier verwandt worden ist. Ja, und dann gab es noch einen Typ 3 dieser kurzen Seitenmontage, dieser Typ 3. Den habe ich jetzt leider hier nicht vorliegen, aber ich kann euch das kurz erklären. Also hier habe ich, wie gesagt, ein Zielfernrohr, ein Ziel 4, übrigens nach der Reichswehrzeit. Wir haben hier eine 28.500er Nummer. Also das kam schon in Richtung Kriegsfertigung, also in der Zeit des Krieges. Habe hier eine kurze Seitenmontage, aber dran mit, also des Typs 1. Und der Typ 3, der hatte zusätzlich hier in der Obermontage ein Loch gebohrt und hatte eine zusätzliche, ich nenne sie jetzt mal Knebelschraube, die unten in die Untermontage eingedreht werden konnte. Die Untermontage hatte dann hier in der Mitte noch ein Loch gebohrt. Und da konnte man diese Knebelschraube recht fest einziehen oder eindrehen, und somit war es ja auch in der Obermontage gegen Verrutschen gesichert. So. Also hier nochmal, die kurze Seitenmontage wurde aufgeschoben und dann wurde dieser Hebel wurde nach vorne gezogen und dann war die Obermontage auf der Untermontage fest. Zusätzlich, wie gesagt, bei Typ 3 noch diese Knebelschraube, führt dann nochmal zu einer Festigkeit. Man kann sich nämlich vorstellen, ich habe hier einen sehr kleinen Auflagebereich am Gewehr und durch diesen Brellschlag kam es immer leicht zum Kippen und dann hat man alles versucht, diese Montage stabiler oder vor allem fester ans Gewehr anzubringen, und das war bei Typ 3 die letzte Möglichkeit. Wenn ich einen Typ 3 bekomme, und dann will ich ihn euch auch nochmal zeigen. Also ich habe nur den Typ 1 und Typ 2. Aus dieser Seitenmontage entwickelte sich natürlich später diese lange Seitenmontage, die dann die war etwas breiter, und dann war sie gegen dieses Kippen bei Abgabe des Schusses durch den Brellschlag geschützt. Also die war am Gewehr etwas stabiler. Ja, meine Lieben, wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir bitte unten in der Zeile einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, dann kann ich euch auch weiterhin die besten Informationen zu Scharfschützen und ihren Werkzeugen liefern. Für die nächste Woche wünsche ich euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Genießt den heutigen Tag, den dritten Advent mit eurer Familie. Freut euch auf das nächste Video. Hier geht es um ganz seltene Zielfernrohre aus der Zeit der Schutzstaffel, der SS. Ja, bis dahin, bleibt gesund, alles Gute. Ich wünsche euch eine tolle Woche, euer Volker.